Georgi macht jetzt, kam ja mit Beschwerden aus Georgien, hat ja deshalb auch gegen Zagreb die beiden Qualifikationsspiele nicht bestritten. Das ist jetzt so, dass wir uns dazu entschlossen haben, dass er sich jetzt erstmal da zu 100% auskurieren kann, damit wir ihn dann auch bei 100% Leistungsfähigkeit sehen und auch haben. Er hat mal kurz mittrainiert nach dem Chodina-Spiel. Das war sehr, sehr vielversprechend, aber wir wollen da auch nichts riskieren. Und von daher wird er für uns in den nächsten Spielen jetzt erstmal keine Alternative sein, sondern wie gesagt, wir wollen ihn auf die 100% bringen. Ich denke mal, dass er wirklich dann nach der Länderspielpause, beziehungsweise wenn die Länderspiele sind und wir dann, denke ich, auf ihn zurückgreifen können. Also das ist keine Geschichte, die allzu lang ist, aber er hat, wie gesagt, in dem letzten Jahr überhaupt keinen Urlaub gehabt. Er hat dann direkt nach der Saison, ist er mit der Nationalmannschaft noch unterwegs gewesen, hat da Spiele gemacht und ist zurückgekommen und hat dann direkt wieder die Vorbereitung bei Tiflis angefangen und hat ja in den ersten Quali-Spielen auch gespielt. Und ich glaube einfach, dass er vom Kopf und vom Körper her sehr müde war. Und jetzt gilt es einfach, behutsam ihn dahin zu führen, dass er bei 100% ist. Der Mike hat es vorhin gesagt und ich bin da recht zuversichtlich, dass er das dann, auch wenn die Länderspiele vorbei sind, dass er uns dann zu 100% zur Verfügung steht.